Das freut mich auch, denn heute haben wir auch ganz, ganz spezifisches Thema, und zwar Thema kosmische Magie, Magie des Herzens. Also viele haben auch das kostenlose Teil schon angeschaut und viele haben auch geschrieben, ja, wie geht's weiter, was kann ich überhaupt noch aneignen? Ja, Magie ist eine sehr spezifische Materie und wir haben heute so aufgebaut, wir machen einfach freischnauze, ganz normal, locker. Und zwar, ich erkläre zuerst als Einführung, was überhaupt Magie ist, wie es funktioniert. Magie gehört natürlich zur Geistheilung. Da haben wir mir vorgenommen, auch ein paar Rituale euch auf die Hand zu geben, die ihr selbst machen könnt. Da werde ich auch ein paar Tipps noch geben zwischendurch. Dann natürlich geht es auch sehr oft um Liebesthema, also Liebesmagie, Geldmagie ist auch natürlich auch das Thema und Thema Schutz. Also all diese Themen werden wir heute durchgehen. Also Schutz natürlich kann man auch durch verschiedene Amulette auch herstellen etc. oder auch durch verschiedene Vorgänge. Also seid gespannt. Als allgemeine Magie heißt natürlich, du brauchst immer eine Energie, die du verwenden kannst für etwas. So, aber die größte Energie entsteht in deinem Herz. Also das heißt, eigentlich arbeiten wir über das Herzchakra. Aber Energie allein ist ja neutral. Also man muss diese Energie noch programmieren und dazu braucht man den Geist. Dein Vorhaben, also eigentlich genau das, was du denkst. Also das ist unser Gehirn. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass man tatsächlich beide Teile, also heißt Energie und dein Vorhaben zusammen vermischt, damit Magie überhaupt funktioniert. Also und was Magie allgemein angeht, also im Endeffekt ist es so, man kann über das Herz jeden erreichen. Und Herz ist ein Generator für mich. Es ist jetzt nicht nur die Pumpe, sondern das ist tatsächlich unsere Mitte auch. Man sagt auch nicht umsonst, also bist du in deiner Mitte oder nicht. Du bist in deinem Herzen oder eben irgendwo anders. Und wenn man das Herz nutzt, also jetzt nicht das Organ, sondern das Herzchakra, da kannst du tatsächlich Magie beherrschen. Also für mich gibt es keine Person, die nicht pendeln kann oder nicht Magie ausüben kann oder nicht Geist heilen kann. Das muss einfach stimmen für dich, also wo du sagst tatsächlich, jetzt so, ich bin voll bei mir, bei meinem Herzen und ich bin in meinem Frieden drin. Also und da kannst du Magie schon ausüben. Es geht natürlich auch sehr viel auch um das Thema Elemente. Also und zwar, wir Schamanen, wir arbeiten über Elemente der Natur. Also Wasser natürlich, sehr starkes Element, Feuerelement, Luftelement, Holzelement nicht vergessen. Und natürlich Erdung gehört auch noch dazu. Also das sind fünf. Und diese fünf Elemente, die haben tatsächlich damit zu tun, dass wir auch unser Leben leichter leben können. Also wenn man sie nutzt natürlich, weil viele sind momentan verfahren, also wir haben auch schwierige Zeiten im Moment. Viele wissen nicht, wo sie stehen, was sie tun oder was kann ich noch überhaupt machen, damit ich glücklicher werde oder überhaupt glücklich werde, wenn man nicht glücklich ist. Aber da kann man natürlich mit Ritualen Haufen machen. Also und ich beherrsche die Magie schon seit über 30 Jahren, bin ich voll drin, aber eigentlich als Kind habe ich das schon kennengelernt und bei uns gehören viele verschiedene Rituale auch einfach, sage ich, zum Volksmund. Also viele kennen das, weil man das nutzt. Also und zwar, je mehr ich das nutze, desto mehr komme ich in diese Materie hinein. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch gleich ein Ritual machen, beziehungsweise nicht machen, sondern auch erklären, was jeder zu Hause auch selbst nachmachen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und wie gesagt, also welches Element man nutzt, da entscheidet jeder Schamane für sich selber. Also, aber ich mache zum Beispiel sehr viel auch mit Feuer, denn Feuerelement ist im Endeffekt wie Alchemie, das heißt, alles was verbrannt ist, ist Materie, die man anfassen kann und dann puh, ist es weg. Also Rauch ist natürlich das, was man nicht mehr fassen kann. Das heißt, wir versuchen tatsächlich die Transformation von Materie in die Nicht-Materie zu gestalten in diesen Ritualen. Und da gibt es ein Ritual, was man machen kann. Aber da muss ich gleich sagen, also ich mache das ein bisschen anders, also als überliefert, aber zuerst überlieferte Version, weil man sagt, ich brauche einfach mal mehr Zugang zu meiner Seele. Mehr Zugang zu mir, zu meinem Frieden, zu meiner Ausgewogenheit, also mehr Ruhe zum Deutsch. Da gibt es ein Ritual mit dem Ei. Also, aber anstatt Ei kann man auch Holz nehmen. Also ich mache meistens mit dem Holz, weil ich so, sage jetzt einfach mal, auf tierische Produkte nicht stehe, aber man kann es auch mit dem Ei machen, denn Ei oder Holz auch oder Wurzel sind sogenannte Ursubstanz. Also heißt eigentlich, das, was davor steht, kann verwendet werden. Die Schamanen nehmen einfach mal ein Ei,
Also lebendiges, rohes Ei und gehen durch die Flammen damit. Also und denken dabei auch, ich möchte zu mir finden, ich möchte tatsächlich jetzt meine Ruhe haben, ich möchte von allen angesehen werden oder ich möchte auch Absicherung in meinem finanziellen Leben oder in der Familie, ich möchte verstanden werden und so weiter. Also so viele Wünsche, die du hast. So, und du gehst mit diesem Ei einfach über die Flamme, also Kerze brennt, sagen wir einfach mal, und du gehst einfach hin und her und das Ei wird schwarz durch die Flamme. Es manifestiert sich, also ganze Wunsch von dir in diesem Ei. Und das Ei wird danach einfach mal ausgelegt in der Natur. Wenn du sagst, ich stehe jetzt nie so auf Ei, da kannst du immer noch Holzstück nehmen, also eine Scheibe Holz oder einen Zweig und kannst das Gleiche auch damit machen. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, dass das Holz nicht anbrennt, also nicht anfängt zu brennen. Also und das wird genauso in der Natur auch natürlich auch ausgelegt. Also mit Zweigen oder mit dem Ei kann man das machen. Das ist jetzt einfach mal erster Tipp von mir für heute. Aber jeder entscheidet so und so selbst, wie man was macht oder jeder Schamane hat seine Werkzeuge. Also ich habe auch meine. Eine sagt, okay, ich möchte jetzt tatsächlich Edelsteine mehr benutzen. Funktioniert genauso. Man sagt allerdings, der Nächste, ich habe jetzt keine Edelsteine, aber ich habe den Namen Bergkristall, wird genauso funktionieren, weil das ist immer eine Frequenz, ob du Gegenstand besitzt oder nicht. Und in der Magie geht es nicht um die Gegenstände, sondern um Geist dieser Gegenstände. Und deswegen funktioniert das Ganze auch, ob es jetzt für Liebe oder Geld ist oder für die Genesung oder für mehr Vitalität. Das funktioniert für alle Themen. Aber es ist natürlich immer so, sage ich jetzt einfach mal, gerade der Betrachtung, wie man das sieht. Weil jeder tickt anders, jeder denkt anders. Also und natürlich, das muss in dir entstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand zeigen würde und sage, wie viele Finger zeige ich jetzt? Also da kann jeder sagen, wie viele. 5 eigentlich, weil 5 da auch dabei ist. Aber das ist eben diese Betrachtung, oder? Man sieht nicht immer alles. Das ist aber normal, das ist menschlich. Und ich sage immer wieder, also wenn man sagt, okay, eine Seite der Medaille sieht jeder, der andere sieht die zweite Seite, aber es gibt noch eine Seite, die ich immer wieder empfehle, sage ich anzuschauen, es gibt die dritte Seite von der Medaille, die wir beide vielleicht nicht sehen. Es gibt immer was Verstecktes. Und dazu gehört eben Magie dazu, also wo man eben diese dritte Seite in unserer Welt, Umwelt einfach mal sieht bzw. erkennt. Mhm.